An alle Leute, die gerade hier zufällig reinkommen und sich erschrecken, was wir uns für ein Video angucken, macht euch keine Sorgen, Freunde, wir sind hier investigativ unterwegs mit Norman. Kommt mit auf die Reise, wenn ihr Bock habt. Die Zukunft. Oder Norman war einfach in der Zukunft für uns unterwegs, yo. Die fliegenden Autos werden sich aus unseren heutigen Drohnen entwickeln, Städte in den Wolken. Direkt an der Sonne, das wäre genau was für mich. Und ersetzen zunehmend Haustiere dank künstlicher Intelligenz. Die Leute werden einen Großteil ihres Lebens, wie in diesem Film, in einer virtuellen Realität verbringen. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Norman investigativ, meine lieben Freunde. Wir gehen wieder rein in die Welt, Alter. Knowledge hit in, man. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal an der Stelle. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video reagieren von unserem guten alten Freund. Von unserem guten alten Freund. Norman investigativ. Die Normie-Vibes sind am Start. Und ja, wir haben uns ja jetzt schon 2, 3 Dokumentationen von dem Bre reingezogen. Ich find's unterhaltsam, ich find's interessant, ich find's informativ. Natürlich kann man nicht für alles seine Hand ins Feuer legen, was der Norman da so erzählt und fabriziert, aber so zum zur Informationsgewinnung und sich seine eigenen Gedanken machen, ist es eigentlich ganz cool. Ich mag den Kanal, schöne Grüße gehen raus an Normi. Bleib so, wie du bist, Bro. Zieh weiter durch und komm ins Café. Wir müssen reden. Wir gehen rein. Wach auf. Oh, shit, man. Wach auf. Die Zukunft. In diesem Film sah sie noch anders aus, als Marty McFly aus den 80ern 30 Jahre in die Zukunft reiste, um das Jahr 2015 zu erleben. Er begegnete fliegenden Autos, holographischen Projektionen und vor allem Hoverboards. Rundherum coole Dinge, die den Kids der 80er Lust auf die kommende Zeit machten. Die Schuhe gibt's, ne? Die Schuhe gibt's jetzt, ne? Und Hoverboard wäre auch krass, oder? Bisschen auf Hoverboard-Vibes so durch die Stadt, Bro. Geil. Und so sah diese Zukunft wirklich aus. Was war geschehen, dass wir dermaßen degenerierten? Natürlich gab es auch Gewinner dieser Entwicklung, die sich unübersehbar bereicherten. Besonders Asien legte hier exponentiell zu. Sieht krass aus, ne? Was ist das für eine Stadt? Doch weiter unten konzentrierten sich zunehmend Verlierer. Die Zukunft brachte Verelendung statt fliegender Autos. Sie brachte Flüchtlingsströme statt globale Gerechtigkeit und sie brachte uns diese dystopische Maskerade, die noch immer anhält. Hatten wir die glorreiche Zukunft etwa verpeilt? Und was erwartet uns wohl noch in den kommenden 30 Jahren? Bro, alleine diese Hintergrundmusik und so, ich schön, Norman, Bro. Chat, ich sehe euch, ne? Ich bin da. Fun Fact, Back to the Future hat viel vorher gesagt, genau wie Simpsons. Okay, krass. Einer sagt, du musst den Bre einladen, deep Gespräche führen, würde ich fühlen. Bro, offizielle E-Mail ist raus, Digga. Richtig schön professionell, als ob ich selber irgendwie ein Management bin, habe ich geschrieben. Schön noch Beispielvideos von meinem Format und so reingehauen. Weißt du, ich will den haben. Die kommenden 30 Jahre werden mehr Veränderungen bringen als die letzten 100 Jahre, so die Prognosen. Doch was erwartet uns genau und wohin steuern wir? Darum geht es in dieser Folge und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Norman. Investigativ. Doch bevor wir uns auf in die Zukunft machen, möchte ich euch kurz mitnehmen in die Vergangenheit, wie man sich damals unsere heutige Zeit vorstellte. Da gibt es einen Film mit erstaunlichen Zukunftsprojektionen und mit diesen möchte ich beginnen. Zukunftsprojektion. Wie heißt dieser Schauspieler nochmal? Wie diese. Eine flache Kamera, die für unsere Zeit vorhergesagt wurde. Damals in den 80ern sah das noch komisch aus, aber heute fuchtelt fast jeder damit herum.
Hier eine Kameradrohne, die von einer Nachrichtenagentur offenbar dazu benutzt wird, um schnell an Bildmaterial zu kommen. Heute sind auch solche Drohnen keine Seltenheit mehr und werden tatsächlich auch für journalistische Zwecke eingesetzt und zugelassen. Dazu weitere Vorhersagen wie dieser breite Smart TV, der wie ein Bild an der Wand hängt. Smart Home mit dazugehörigen Controllern. Ein smarter Kocher mit Display für die neuesten Rezepte und Videokonferenzen, die in diesem Film aus den 80ern ebenfalls spielerisch umgesetzt wurden. Für die Leute war es voll schwer, sich in die Zeit von damals reinzuversetzen. So, und das dann so, weil für damals Verhältnisse haben die Leute, die haben das gesehen, haben gedacht, was ist das denn? Das gibt's doch niemals. Hä, das wird's doch nicht geben. Und voll Science Fiction und so. Für uns heute, können wir uns gar nicht mehr richtig reinversetzen, ne? Flachbildschirme und so. Ist ja voll Ding. Ist ja voll da. Zukunft ist heute und Michael J. Fox heißt der, okay, krass. Sich zumindest aus technologischer Sicht fortschrittlicher, als sie damals prophezeit wurde. Prophezeiungen liefern uns nicht nur Visionäre aus den 80ern, sondern auch Menschen aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, zum Beispiel auf diesen 120 Jahre alten Postkarten aus Frankreich. Und welche Geschichten die über uns erzählen, da schauen wir jetzt mal rein. Versetzt euch mal in die Zeit rein, Digga. Stell dir vor, ey, Bro, manchmal würde ich so gerne in der Zeit reisen, ne? Einfach so wissen, wie es sich angefühlt hat, damals zu leben. So, der Geruch, alles so. Das Feeling, die Menschen. Frankreich im Jahre 1900. Diese Leute haben noch keine Smartphones, keine Fernseher, keine Autos, aber eine blühende Fantasie. Denn so stellen sie ihre Zukunft vor. Im Jahre 2000, so prophezeien sie, werde es elektrische Schrubber geben. Nun gut, wir nennen sie Saugroboter und so sehen die Burschen heute aus, aber die Tendenz in diese Richtung wurde damals schon richtig erkannt. Richtig einfach erkannt 19, wurde einfach 1900 schon. Damals auch das elektronische Lernen. Sind nicht viele von uns in solchen Sprachlaboren groß geworden? Und ist nicht mittlerweile das gesamte Wissen dieser Welt digital und online abrufbar? Im Jahre 2000 werde es auch Videokonferenzen geben, so ein... Geil, wie die das dargestellt haben. Weißt du, was ich meine? Fantasie it in, man. Weitere kühne Vorhersage dieser Leute. Computer und Bildschirme kannten sie damals zwar noch nicht, aber die Idee, Bilder und Töne elektronisch zu übermitteln, schon. Ja, sogar Häuser werde man in Zukunft automatisch bauen. Der Architekt müsse dafür nur irgendwelche Knöpfe drücken, um seine Zeichnung zu übertragen, und schon würden die Maschinen Stein auf Stein setzen. Und so sehen diese Maschinen heute aus. 1:1, wa? Mehr oder weniger. Und viele andere Prophezeiungen, die sich bis heute bewahrheitet haben, wie Hubschrauber, Hovercrafts, Panzer oder die molekulare Küche für die additive Nahrungsmittelmanipulation. Besonders diesen Hinweis auf den Einzug der Chemie in die Lebensmittelindustrie könnte man heute als Warnung ansehen. Prognosen und Prophezeiungen bereiten uns also nicht nur auf das Kommende vor, sie können auch Warnungen enthalten. Doch wie sieht nun unsere unmittelbare Zukunft aus? Muss auch hier gewarnt werden oder steuern wir auf ein goldenes Zeitalter voller Möglichkeiten zu? Um diese Frage zu beantworten, war ich für euch unterwegs in der Zukunft und hier sind meine Eindrücke. Oh shit, Bruder, Norman war einfach in der Zukunft für uns unterwegs, yo.
Geil. Aus der kommenden Zeit. Die Zukunft. Wohin werden wir uns entwickeln? Ich war dort und habe mich für euch umgesehen. Zunächst einmal sieht die Zukunft des Jahres 2051 kaum anders aus wie die Vergangenheit, also unsere heutige Zeit. Ist geil, wie er wirklich so, er bringt es wirklich so rüber, als ob er wirklich da gewesen ist, so, ne? Und er sagt auch, ich war da und ich habe das und das gesehen. Er tut wirklich so, als ob es wahr ist. Geil. Hier und da sind zwar auch in Deutschland mehr Wolkenkratzer in die Höhe gewachsen und lassen die älteren Gebäude etwas klein wirken, wobei manche dieser Tower richtig futuristisch aussehen und völlig autark sich selbst versorgen, worin der moderne Mensch lebt, wohnt und arbeitet, ohne das Gebäude zu verlassen. Doch weiter draußen, in den Vororten, sieht es genauso aus wie heute, nur mit viel weniger Menschen und Autos. Die Zukunft ist leise geworden und wirkt für einen Besucher aus der Vergangenheit, als sei jeder Tag ein Sonntag. Leere und Stille fast überall. In Zukunft wird es endlich fliegende Autos geben. Endlich, Digga. Aber keine, die auf Antigravitation beruhen oder aussehen wie Autos. Die fliegenden Autos werden sich aus unseren heutigen Drohnen entwickeln und sehen mal richtig cool aus. Das macht aber Sinn, ne? Dass sich die fliegenden Autos eventuell aus den Drohnen entwickeln werden und nicht aus Autos. Cool, auch die kommenden Hoverbikes, mit denen man völlig neue Landschaften erschließen wird. Ein Genuss nicht nur für Motorradfreunde, umweltfreundlich und leise sind sie auch. Stell dir vor, du hast so ein Ding und kannst dann einfach überall so rumreisen. Weißt du, was ich meine so? Beziehungsweise halt, wenn du irgendwo bist, dann gehst du irgendwo ganz abgelegen einfach, ziehst dir da die Landschaften rein und so, ist geil. Bis zum Jahre 2051 wird auch die Raumfahrt an Bedeutung gewinnen. Man arbeitet nicht nur im Weltraum, sondern macht dort mittlerweile auch Urlaub. Und auch der Mond und der Mars wurden erschlossen. Davon hat man schon in meiner, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht 20 oder so, oder noch jünger, 18. Da haben schon Leute davon geredet, dass man irgendwie bald Urlaub auf dem Mond machen kann oder sowas. Also da haben schon Leute mit so einem Gedanken und haben gesagt, dass da schon dran gearbeitet wird und so. Doch während der Mars kolonisiert und für spätere Generationen vorbereitet wird, dient der Mond fast ausschließlich dem Bergbau. Und auch auf der Erde hat sich das Reisen verändert. Solche Hypertubes durchziehen das Land und verbinden die Metropolen Europas mit der Magnetschwebetechnologie von Hyperloop, indem man mit Geschwindigkeiten von über 1000 km pro Sekunde am Boden Kurzstreckenflüge nahezu 1000 km pro Sekunde obsolet macht. Das sind auch Sachen, die machen auch, also weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie auch eine logische Weiterentwicklung auf eine Art und Weise, ne? Das mit den Drohnen fand ich logisch, das finde ich auch relativ logisch und es wäre auch nice. Dazu überall autonome Elektrofahrzeuge, die jedoch kaum noch gekauft werden. Bei Bedarf leiht man sich einfach eins oder teilt es mit anderen. In Zukunft reist man mit Kreuzfahrtschiffen der Lüfte zu den geologischen Hotspots der Welt, zum Beispiel zum Fuji in Japan. Es sind gigantische Zeppeline, die durch Nanotechnologie und Leichtbau zu neuem Leben erweckt wurden. Hoch in den Wolken hat man auf Basis dieser Technologien bis zum Jahre 2051 auch schwebende Hotels gebaut, das ist krass, an Star Wars erinnern. Städte in den Wolken, die per Drohnen versorgt und angeflogen werden. In solchen Konstruktionen lässt es sich nicht nur gut feiern, arbeiten. Bah, gebt euch mal die Aussicht, Freunde. Stell mal vor, Alter, einfach da hustlen und chillen, so direkt an der Sonne, das wäre genau was für mich.
Ich will nur noch da oben wohnen. Für genügend Kryptowährung kann man hier auch seinen Urlaub verbringen, um mal wieder richtig Sonne und frische Luft zu tanken. Es sind dekadente Himmelspaläste, nicht nur... Digga, einfach da chillen, komm ins Café drehen, Pfeife rauchen auf süß. Für VIPs. Aber auch auf der Erde hat sich das Urlaubsverhalten verändert. Dank der Drohnentechnologie und globale Vernetzung lassen sich nun auch entlegene Orte gefahrlos aufsuchen und erkunden. Jetzt redet er wieder, oder? Der Norman. Yes, die Drohnentechnologie wird noch so revolutionär einschlagen wie die Erfindung des Automobils, aber sie wird viel Strom und Elektrizität benötigen, zusätzlich zur Elektromobilität am Boden, und diese Probleme müssen wir erstmal klären. Ein guter Kandidat für die Klärung unserer Energieprobleme ist die Kernfusion, doch die steckt noch in den Kinderschuhen, aber nicht mehr lange, wobei der Durchbruch in der Kernfusion von einer ganz anderen Seite kommen wird. So sehen Fusionsgeneratoren heute aus. Es sind tonnenschwere Magnetgiganten, die zum Zünden des Plasmas selber die Energie eines ganzen Kraftwerkes benötigen. Allerdings bleibt die Fusion nicht lange stabil und bricht aufgrund von Fluktuationen im Plasmafeld nach wenigen Sekunden wieder zusammen. Voll interessant, wa? Mithilfe von künstlicher Intelligenz und adaptiven Kraftfeldern versucht man nun seit kurzem dagegen zu halten und hat es bis auf 10 Sekunden Brenndauer geschafft, aber stabil sind solche Reaktortypen heute noch nicht. 10 Sekunden Brenndauer wurde schon geschafft, überleg. Das heißt, die sind auf dem Weg auf jeden Fall. Und das ist krass, also wenn die wirklich schaffen, so eine neue Energiequelle an den Start zu bringen, mit Kernfusion, dann sind wieder ganz neue Möglichkeiten am Start, ne? Maxi Taxi 9191 fragt: Hey Leon, glaubst du an Gott? Yes, sir. All praise to the Most High an der Stelle. Muah. Zum Jahre 2051 ist das Problem gelöst. Es sind Fusionsanlagen im Betrieb, die viel kompakter sind als heute und auf einem völlig neuen Prinzip beruhen. Und so funktionieren sie. Statt in einem Torus wird das Plasma in einer stehenden Welle in einem Zylinder gefangen. Etwa so. Die stehende Welle wirkt wie eine Magnetfalle, in dem das Plasma zunächst gefangen und ausgerichtet wird. Durch eine stufenweise Erhöhung der Frequenzen wird die Ionenwolke aus Deuterium und Tritium nun so weit angeregt und verdichtet, bis sie letztendlich entzündet. Krass. Kernfusion in handlichen Kapseln. Eine geniale wie einfache Idee, die die Energieversorgung der Zukunft noch revolutionieren wird. Stell dir vor, es gibt dann so kleine Batterien, wo du einfach Kernfusion machen kannst, Bruder. Eingesetzt werden solche Fusionsgeneratoren in Zukunft auch in Luft- und Raumfahrt für den Betrieb von EM-Antrieben. Solche Antriebe benötigen keinen Treibstoff mehr, sondern entziehen diesen der Umgebungsluft, die über Mikrowellen und über das Plasma des Fusionsgenerators erhitzt, als heißer Strahl wieder ausgestoßen wird. Und so gelangen diese Raumfahrzeuge der Zukunft bis an den Rand des Weltraums. Neue Energiekonzepte werden in Zukunft zu neuartigen Antrieben führen, aber auch bei der Speicherung dieser Energien wird es zu Durchbrüchen kommen. Einerseits wird sich die Wasserstofftechnologie durchsetzen, andererseits werden sich aus Fortschritten in der Nanotechnologie neue Batterien entwickeln, die völlig anders funktionieren und schneller geladen werden können, aber auch leichter werden als herkömmliche chemische Batterien, was besonders der Robotikindustrie zugutekommen wird. Im Jahre 2051 finden sich solche und ähnliche kleine Helferlein fast in jedem Haushalt und verhalten sich putzig bis lebendig und ersetzen zunehmend Haustiere dank künstlicher Intelligenz und das ist schon creepy, ne? Genetischen Algorithmen. Scheiße, Digga.
Sie beschäftigen nicht nur Groß und Klein. Untersuchungen in Zukunft werden zeigen, dass solche intelligenten Haushaltsroboter das Wohlbefinden der Eigentümer positiv beeinflussen. Meine Mutter hat mir damals schon, das war gut, die hat mich damals schon richtig erzogen, die hat mir damals verboten, Tamagotchi zu kaufen. Dann haben wir uns trotzdem Tamagotchi gekauft und dann mussten wir es wieder zurückgeben, als sie es rausgefunden hat. Einfach, weil wir den Realitätsbezug nicht verlieren sollten. Damals hat es nämlich schon angefangen mit so kleinen Taschen-Tamagotchis. Normal war es gewesen, dass man Meerschweinchen hat oder irgendwie so und sich drum kümmert, weißt du? Roboter sind in Zukunft nicht nur in die Arbeitswelt eingedrungen, wo sie zunehmend Routinetätigkeiten erledigen. Sie dienen den Menschen auch im Haushalt und in der Pflege. Speziell die Haushaltsroboter werden sich bis zum Jahre 2051 dermaßen entwickeln, dass sie von einem gewöhnlichen Menschen kaum mehr zu unterscheiden sein werden. Das wäre krass, Mann. Ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf. Oh nein, Alter. Die Wichser. Und auf den Straßen werden solche stahlharten Burschen für Recht und Ordnung sorgen und einen Vorteil gegenüber ihren menschlichen Kollegen haben. Sie werden nicht zögern, wenn es darum geht, Befehle entgegenzunehmen. Sony hat Träume. Auch in der Logistikindustrie wird sich die Robotik durchsetzen, so werden diese kleinen Rover und Bots bald überall essen und Waren ausliefern. Und über größere Distanzen kommen dann auch mal solche Cargo-Drohnen zum Einsatz, um die Lieferketten abzuschließen. Das ist krass, kriegst du alles geliefert mit Drohnen. Aber bis 2050 ist schon sehr früh. Ja, ja. Man weiß nicht genau, ne? Man weiß natürlich nicht genau. Aber allein die Vorstellung, dass wir irgendwie so eine komischen Roboter überall rumlaufen haben, weißt du, zu Hause dein Hausroboter, dann Polizeiroboter, dann diese Roboter, die alles überwachen, so, ist schon crazy. Und dann wären da noch diese Robodogs, die überall rumlaufen und nicht nur dem Objektschutz dienen. Auch von den Behörden werden solche Wachhunde eingesetzt, um für Ordnung und Sicherheit... Bro, ich hab gar keinen Bock darauf. Ich bin so ein Mensch-Mensch. Weißt du, wie ich meine? So, ich mag das, mit Menschen zu connecten. Und ich... So, du kannst auch mit Menschlichkeit immer viele auch Probleme aus dem Weg räumen, zum Beispiel, weißt du? Wenn irgendwas passiert ist oder du hast auch mal einen Fehler gemacht und irgendjemand kommt, irgendeine Autorität wie ein Polizist oder so ein Objektschützer oder so, dann konnte man früher immer noch mit denen reden, weißt du? Herz zeigen, sagen, ey, ja, und so Einsicht zeigen und dann war alles cool, weißt du? In Zukunft wird es nichts mehr zu reden geben. Let's get it on, man. Entweder du machst so, wie die wollen, oder du bist gefickt. Auf den Straßen zu sorgen. So putzig diese Robodogs auch wirken, für die reine Freude oder zu unserem Schutz alleine sind sie nicht gedacht, denn mit wenigen Handgriffen und einem Software-Update kann aus dem hier schnell sowas werden und dann ist Schluss mit lustig. Genau, und damit kommen wir zu uns Menschen. Wie wird sich das alles auf uns auswirken? Welches Leben werden wir in Zukunft führen? Und wird es immer noch Menschen geben, die an Essen sterben? Das würde mich auch extrem interessieren. Nicht an Essen sterben, sondern weil sie nichts zu essen haben, sterben. Wie zu Anfang erwähnt, herrscht auf den Straßen der Zukunft Leere und Stille, weil viele ihre Wohnung nicht verlassen. Der Grund? Die Leute werden einen Großteil ihres Lebens, wie in diesem Film, in einer virtuellen Realität verbringen. Metaverse nennt sich das Internet der Zukunft und es wird räumlich sein und sich mit allen Sinnen erfassen und erkunden. Geht da jetzt schon los, ne? Mit den Brillen und so, da gewöhnen wir uns schon gerade dran. Das Metaverse wird ein Universum voller Möglichkeiten, wo du alles sein, tun und lassen kannst, wo du ein Leben führst wie in einem Computerspiel, wo deine pure Existenz zur Belohnung wird, gefangen in einer Matrix der freiwilligen Selbstisolation. Das ist krass. Vor allem, wir sind mittlerweile so gut darauf vorbereitet, dass es einige Menschen gibt, die sich, wenn sie es gerade sehen, sogar geil fühlen und denken, ja, Mann, endlich. Und dann kann ich endlich mein Leben ausleben, so.
keinen Bock mehr im echten Leben. So, weißt du, was ich meine? Scheiße. Das Metaverse wird die Massen nicht nur von der Realität entkoppeln, viele wird es auch in die Sucht treiben, weil die Möglichkeiten und Erfahrungen, die man in diesen virtuellen Welten machen wird, sich wie ein berauschender Trip, ja sogar wie eine Bewusstseinserweiterung anfühlen werden. Freunde, ich schwöre euch, das ist kein, also natürlich, das ist Science Fiction so, ne? Aber das, was ich mache auch und was ich euch auch teilweise erzähle, zum Beispiel keine Pornos reinziehen, bewusster zu konsumieren, genau zu sein echtes Leben wieder richtig zu spüren, seinen Kern zu finden, spirituell zu sein und so, das wird noch alles richtig, 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 richtig wichtig werden. So. Weil ich glaube, die normalen Menschen werden die bleiben, die keinen Bock haben, in so eine Welt einzutauchen und die sagen, das ist verrückt, weißt du? Und es wird den Leuten Freiheit vorgaukeln, ohne dass sie merken, Gefangene zu sein ihrer selbst. Um die Entkopplung von der Realität in Richtung digitale Sucht weiter voranzutreiben, werden die Leute mit ergänzenden Produkten und Technologien dermaßen gefüttert und bedient werden, dass... Was auch wichtig ist, dass Menschen ihren Traum leben bei der Geschichte. Weißt du, was ich meine? Leb deinen eigenen Traum. Leb nicht durch Social Media, leb nicht den Traum eines anderen, leb deinen eigenen Traum. Leb dein Leben so, als ob es ein Film wäre. Weißt du, was ich meine? Dann brauchst du so eine Scheiße nicht. Ihnen ein Leben außerhalb der Matrix keinen besonderen Reiz mehr bieten wird. Ja. Doch nicht jeder wird sich von der Realität entkoppeln, um dem Metaverse zu dienen. Denn diese Technologie bietet auch Vorteile denen gegenüber, die es verstehen, es sinnvoll zu nutzen. So bietet das Metaverse den Vorteil, nicht mehr ortsgebunden zu sein oder zur Arbeit fahren zu müssen. Und für einen gut bezahlten Job muss auch niemand mehr in die Metropole ziehen. In Zukunft wird man sich überall niederlassen das können, geil. Ohne den Anschluss oder die berufliche Position zu verlieren. Das ist ja wie Social Media 2.0 quasi, ne? Social Media ist ja auch schon so. Also das kannst du ja auch geil nutzen, aber du kannst dich auch da rein, richtig rein vertiefen und irgendwann da drin gefangen sein, so. Es liegt immer an dir, es liegt immer am Menschen selber. Und wir haben immer die Tools, um uns selber zu kontrollieren und nicht zu sehr in irgendwelche anderen Welten einzutauchen, um unser eigenes Leben nicht mehr zu fühlen und zu spüren. Weißt du, was ich meine so? Sei es nun in die Berghütte oder in die Wüste, auf eine Insel oder in sonnige Mexiko. Man wird die Möglichkeit haben, sich von überall ins Metaverse einzuwählen, um irgendwo auf der Welt ein... Voll süß, Mann. Nizzle on air. Geil, Digga. Er schreibt, Leon, bei allem, was du sagst, sprichst du mir aus der Seele. Du bist ein Mensch mit Herz und darauf kannst du stolz sein. Voll schön, Digga, das ist voll süß, Mann. Ich danke dir. Beruf nachzugehen und seine Geschäfte zu erledigen. In Zukunft wird es nicht nur in die eine Richtung gehen, also wir in das Virtuelle, sondern auch umgekehrt, virtuelle Realitäten werden auch in unsere Welt eindringen und sichtbar werden, sodass sich alles mit allem überlagern und eine erweiterte Realität schaffen wird. Pah, Digga, da geht's, das. Man kann viele Parallelen ziehen zu anderen Videos, ne? Cyborg-Insekten zum Beispiel. Ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Augmented Reality nennt sich das Konzept und so wird es sich anfühlen. Stell dir eine Zeit vor, wo es keine greifbaren Computer und Handys mehr gibt, du aber trotzdem noch vernetzt und erreichbar sein wirst. Nein. Eine Zeit, wo du hochblickst und sich Sternbilder zeichnen, als sei der gesamte Himmel ein Bildschirm. Wäre das nicht magisch? Diese Zeit ist 2051 und die Magie dahinter beruht auf fortschrittliche Technologie, die man in Form dieser smarten Kontaktlinsen am Auge tragen wird. Zu fantastisch? Doch wie soll ein Computer auf die Größe einer Kontaktlinse schrumpfen und woher seinen Strom beziehen? Zunächst einmal, viel Rechenpower benötigen diese Linsen nicht, denn in Zukunft wurden auch Computer und Handys virtualisiert und hochgeladen, sodass Rechenprozesse nur noch in der Cloud stattfinden, wo alle möglichen Geräte und Anwendungen vernetzt sind und miteinander interagieren, so auch diese smarten Kontaktlinsen, die die verfügbaren Dienste und Informationen nur noch abrufen.
Und dann bist du safe, dann bist du die ganze Zeit in der Cloud drin, Bruder, da kommst du gar nicht mehr raus. Scheiße. Akkus und Batterien benötigen diese Linsen nicht mehr. Sie ziehen den Strom direkt aus der Luft, denn in Zukunft werden über Wi-Fi und Mobilfunk nicht nur Daten übertragen, sondern auch drahtlose Elektrizität. Und damit werden nicht nur solche Kontaktlinsen, sondern noch ganz andere smarte Implantate im und am Körper betrieben. Wird einfach aufgeladen, muss nicht aufladen, Bro. Ist bestimmt gesund auch für unsere Körper und so, dass die ganze Zeit irgendwelche Energie da unsere Sachen auflädt, die wir im Körper implantiert haben. Feier ich. Doch zuvor kommen noch diese Brillengläser, die Hologramme in den Raum projizieren. Ich sag, alles, ey, ne, ist jetzt Spekulation von Norman, aber alles, was er zeigt und was man da sieht und so, alles kann man entweder normal nutzen, aber ich weiß ganz genau, dass sich 90% der Menschen wieder in diese Sachen verlieren werden. Ich weiß, also wenn die kommen sollten, weißt du so? Bro, war Social Media, hat es ja schon gezeigt, wie es läuft. Und damit Computer und Handys deutlich in den Schatten stellen werden. Und dann hackt einer deine Kontaktlinse mäßig, richtig creepy. Stell dir vor, Bro, stell dir vor, dann hack ich mich da rein, Digga. Dann, keine Ahnung, spiele ich die ganze Zeit meine Musikvideos ab in deinem Auge. Brillen wird es noch mit Akkus und Batterien geben, aber auch bereits drahtlos elektrisch unter dem kommenden Mobilfunkstandard 6G. Und davor und als Einstieg wird es losgehen mit solchen HoloLenses wie von Microsoft, die allmählich das Ende der Smartphones einleiten werden. Und auch diese Entwicklung wurde erstaunlicherweise in den 80er Jahren in diesem Film vorhergesagt. Es kommen smarte Linsen, smarte Brillen und auf dem Weg dahin Headsets, die das Ende der Smartphones einleiten werden und das alles schon sehr bald. Doch wie bekommt man 7 Milliarden Menschen dazu, sich von der Realität zu verabschieden und in die virtuelle zu flüchten? Gar nicht. Es sei denn, ein katalytisches Ereignis tritt ein und beschleunigt den Prozess. Ah, muss nicht mal, glaube ich. Weißt du, was ich meine? So viele Leute haben doch jetzt schon keinen Bock mehr aufs normale Leben. Ach so, ja. Da sind ja unsere drei Freunde, Digga. Delta, Omikron und noch irgendeiner, wa? Unsere Homeboys. Das sind Alpha, Delta und Omikron. Sie alle wirken katalytisch und beschleunigen einen Prozess der Unerträglichkeit, der die Menschen zunehmend in die Isolation und letztendlich in die virtuelle Realität treiben wird. Omikron wird zwar nicht zu mehr Sterblichkeit führen, aber zu deutlich mehr quarantänebedingter Isolation, um auch seine Ausbreitung einzudämmen. Dicker, ich schwöre dir, hätte mir das einer gezeigt, ne? Vor 2 Jahren, bevor Corona losgegangen ist, dass Menschen mit Maske, Handschuhen und so mit ganzen Schutzanzügen einkaufen gehen. Ich hätte gesagt, Bro, man, vielleicht in China, aber niemals hier in Deutschland. Guten Morgen. Die Verschärfung der Quarantänemaßnahmen werden die Massen zwar schützen, die staatliche Infrastruktur hier. Oder voll eklig, wie man sich daran gewöhnt hat, so. Voll eklig. Massiv schädigen. Die Folgen? Verknappung und Lieferengpässe, leere Regale, explodierende Preise, Gedränge an den Tankstellen und Aufstände, sodass sich die Bürger noch mehr in die eigenen vier Wände zurückziehen, aber auch randalieren werden. Welches schlussendlich die Bundeswehr im Innern fordern und fördern wird. Der Unterschied zwischen Polizei und den Militärs ist, die Polizei kann man noch anbrüllen oder etwas schubsen, bei den Militärs wird man sich das nicht mehr erlauben, zumal diese Jungs Befehle ausführen und keine Anweisungen. Doch damit nicht genug an Katastrophen, da kommt noch mehr auf uns zu. Dann haben wir doch auch noch die Roboterbrees auch noch am Start, oder? Um die Transformation in die neue Zeit zu beschleunigen.
God damn. In naher Zukunft wird es mehrere Blackouts geben. Bei den ersten kleineren Blackouts wird es sich noch um natürliche Ereignisse während der Quarantänemaßnahmen handeln, doch die weitaus schwereren Zusammenbrüche später werden durch Cyberattacken ausgelöst. Eine Serie globaler Cyberattacken wird letztendlich zu einer Sperre des Internets führen und damit das Ende der freien Kommunikation einleiten. Ach du Scheiße, stell mal vor, Internet einfach weg, Bruder. In Zukunft wird man eine digitale Identität benötigen, um sich überhaupt noch ins Netz einwählen zu dürfen. Diese digitale IT. Norman, Bro! Wird eine registriert. Ich küsse dein Herz, Digga! Und eindeutige Kennung sein, die man für alle Webseiten und Dienste im Internet nutzen wird, ohne ständig irgendwelche Benutzernamen und Passwörter eingeben zu müssen. Digitale Identität kommt nach Cyberattacke, das merken wir uns mal. Schreibe ich mir mal auf dem kleinen Zettel hier im Hinterkopf auf. Und so wird sich die digitale ID bis 2051 entwickeln. Über smarte Gläser oder Kontaktlinsen werden uns Informationen aller vernetzten Personen und Dinge in den Raum projiziert und diese für alle Teilnehmer sichtbar gemacht und das alles natürlich zu unserem Wohle. Natürlich, was denn auch sonst? Ist es nicht in China schon, ist es nicht in China schon teilweise so? An alle Leute, die gerade hier zufällig reinkommen und sich erschrecken, was wir uns für ein Video angucken, macht euch keine Sorgen, Freunde, wir sind hier investigativ unterwegs mit Norman. Kommt mit auf die Reise, wenn ihr Bock habt. Die digitale ID wäre zu unserem Wohle, wenn sie uns nicht auf Schritt und Tritt überwachen würde. Doch das sei notwendig, wird man uns erzählen, um uns und andere vor Angriffen zu schützen. Kommt euch das nicht bekannt vor? Das Schaltjahr der digitalen ID wird 2023 und danach wird es erst richtig losgehen. Nochmal zurück in die Zukunft und den Dingen, die da noch kommen werden. In Zukunft werden die Menschen noch immer Masken tragen, obwohl sie es gar nicht bräuchten. Die Ereignisse in unserer Zeit werden einen solchen kulturellen Impact hinterlassen, dass viele sich noch in Zukunft ohne Maske nicht aus dem Haus trauen werden. Unterschreibe ich. Gehirne sind gewaschen worden. Im Jahre 2051 hat sich auch das Bildungssystem geändert. Die Klassen sind kleiner geworden und man lernt als Team effektiver und das fühle ich. Schneller als heute. Zudem sitzen Schüler der Zukunft auf Einzelplätzen und Talente werden bereits im Kindesalter abgefangen und durch Stipendien gefördert. Nice. Konzerne werben begabte Kinder bereits aus den Grundschulen ab. In Zukunft kommen noch weitere Pandemien auf uns zu, diesmal aber deutlich sichtbarer als heute. Sichtbar bedeutet, man wird deutlich am Körper sehen, wer infiziert ist. Präsident Joe Biden wird seine Amtszeiten nicht überleben und die USA werden nach dem Dollar-Crash in 12 Teile zerfallen und sich danach neu ordnen. Nicht vergessen, ne Freunde, Norman war da gewesen. Was er sagte, stimmt. Kappa. Und auf Deutschland und Europa rollt eine noch nie dagewesene Dürreperiode zu und das mitten in der Pandemie. Es folgen Wassermangel, Ernteausfälle und Lebensmittelknappheit und letztendlich der Klimalockdown. Der Dürre wird bald eine Mikroeiszeit von mehreren Jahren folgen, wo Leute sogar auf der Ostsee Schlittschuh laufen werden. Spanien wird erfrieren und in Deutschland wird Eiszeit fühle ich gar nicht. Kälterekorde gebrochen und Eis und Schnee wird bis in den Mai hinein liegen. Minus 44 Grad in Berlin, hast du gesehen eben? Deutschland wird sich bis zum Jahre 2051 völlig entfremden und nur noch als multikultureller Ideenraum existieren.
Auch die Vereinten Nationen existieren in ihrer jetzigen Form nicht mehr. Ihr Sitz wurde in die Schweiz verlegt und der Name zu United World Government umbenannt. Schweizerin, man, das ist mein Land, Digi. In dieser vereinten Weltregierung haben nun auch Konzerne und NGOs das Sagen. In der Medizin gibt es ebenfalls Fortschritte und dank Nanotechnologie und 3D-Drucker mittlerweile auch viele Implantate, unter anderem diese Gesundheitschips, die die Bürger freiwillig und subdermal unter der Haut tragen. Eisen sagt, er sagt einfach so viel, dass auf gut Glück irgendwann er einen Treffer hat. Ja, nee, ich glaube, er guckt sich einfach halt, er hat wahrscheinlich seine Quellen irgendwie, seine Videos oder seine Sachen, wo er recherchiert. Also große Teile von dem Video merkt man schon, dass er sich auch informiert, so mit Kernfusion, mit dies, mit das. Ich glaube, er ist schon jemand, der viel Zeit da rein investiert und sich halt einfach dann sein eigenes Bild macht und das dann einfach mit der Öffentlichkeit teilt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich finde das geil, dass jemand einfach so frei sein Ding macht und von Sachen, also Sachen halt erzählt, die Mainstream-Medien nicht erzählen würden. Einfach so, damit man sich irgendwie, ja, keine Ahnung, ist doch nice, finde ich. Investigativ halt. Der Gesundheitsschiff wird schneller kommen, als ihr denkt, und zwar ebenfalls schon im Jahre 2023 und so freiwillig sein wie heute die Impfung. Und das waren sie schon, meine Prognosen für die kommenden 30 Jahre. Da wäre noch mehr. Der Bundesgesundheitschip, Digga. Es hört sich schon so offiziell an, dass morgen der Brief reingeflattert kommt. Chippflicht. Ich auch gerne erzählen würde, aber nicht mehr in diesem Video. Wenn euch dieses Thema gefallen hat, gebt mir bitte ein Like. Wenn euch das Format gefällt, abonniert diesen Kanal. Und wer das Projekt Norman Investigativ unterstützen möchte, einen Spenden-Button findet ihr hier in der Beschreibung. Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare und wünsche allen ein fröhliches Erwachen in den kommenden 2-3 Jahren. Wir sehen uns. Gebt euch